Hey Leute, einige werden es sicher schon mitbekommen haben. Nachdem Ash nun endlich zum Champion wurde, wird seine Reise sehr bald enden. Diesen Januar, genauer gesagt am 13.01., wird in Japan sein letztes Kapitel Aim to be a Pokémon Master aufgeschlagen, welches in insgesamt 11 Folgen erzählt wird. Und wer weiß, vielleicht erfahren wir ja endlich mal, wer genau sein Vater ist. Wäre ja zumindest mal ein Anlass. 1997 ist die erste Folge auf TV Tokio erschienen und am 1. September 1999 feierte Pokémon seine Premiere auf RTL 2 in Deutschland. Das weltweite Phänomen Pokémon zog Dutzende in seinen Bann und auf den Schulhöfen waren vor allem die Sammelkarten nicht mehr wegzudenken. Über 1223 Folgen in 25 Staffeln und über 25 Jahre später hat der Hype im Vergleich zu den 90ern und frühen 2000ern zwar massiv abgenommen, was aber nicht mal ansatzweise bedeuten würde, dass Pokémon nicht auch heute noch extrem beliebt ist. Nur ist es eben nicht mehr ganz so präsent wie zu seinen Anfängen, was nach über 2 Jahrzehnten aber natürlich auch vollkommen normal ist. Zwar hat der Anime immer mal leichte Abwandlungen in seiner Struktur erhalten, vor allem während Schwarz und Weiß später dann nochmal in Sonne und Mond und schließlich in Pokémon reisen, aber im Grunde wurde auch während dieser Phasen das Grundkonzept der Geschichte beibehalten. Weiterhin hat Ash in jeder Generation zusammen mit seinem treuen Partner Pikachu und seinen ewigen Verfolgern Jesse, James und Mauzi aus Team Rocket neue Wegbegleiter und Freunde kennengelernt und dabei ein neues Team aus Pokémon zusammengestellt, während im Hintergrund böse Machenschaften am Werk waren, die es galt aufzuhalten. Und auch wenn man gerade bei diesen langen Serien oft eine leicht abfallende Qualität bemerken kann, so hat Pokémon es geschafft, bis heute immer wieder grandiose Folgen und atemberaubende Animationen einzubauen. Zumindest meiner Meinung nach. Natürlich hatte die Serie auch öfters mal seine Tiefpunkte, aber im Großen und Ganzen hat sich der Anime für eine so lange Ausstrahlungszeit wirklich gut gehalten. Aber wie so vieles hat nun wohl auch Ash das Ende seiner Reise erreicht. Im neuen Anime wird er von 9 Charakteren abgelöst und das Setting wird entsprechend der Spiele Karmesin und Purpur in der Paldea-Region spielen. Nun gehen vor allem die Shipper von Ash und Serena davon aus, dass der weibliche Charakter des neuen Anime die Tochter von Ash sein könnte und ja, es ist natürlich möglich, dass sie Ash in der neuen Serie zum Vater machen, aber ehrlich gesagt hoffe ich wirklich, dass das nicht der Fall ist. Nichts gegen das Pairing an sich, mir persönlich war es ehrlich gesagt immer Schnuppe, mit wem Ash geschippt wurde, ob nun mit dem originalen Misty oder den folgenden Begleiterinnen. Aber ich bin nicht wirklich ein Fan von diesem und der Kreis dreht sich mit der nächsten Generation weiter Klischee. Gerade in Anime-Serien wird es einfach viel zu oft benutzt. Also ja, kann gut sein, dass sie seine Tochter ist, aber ich persönlich wäre jetzt nicht so der Fan davon. Ansonsten, tja, was soll ich sagen, ich hätte nichts dagegen gehabt, wenn wir noch 10 weitere Jahre Ash bei seinen Abenteuern gesehen hätten, sofern die Geschichten gut sind, auch wenn ich mir seit vielen, vielen Jahren gewünscht habe, dass wir Ash endlich mal altern sehen und dass er mit jeder Generation etwas älter wird. Das hätte man dann ja vielleicht weiterführen können, bis er so 18 oder meinetwegen auch 21 ist. Aber es sollte wohl nicht sein. Zum einen, ja, es ist komisch und irgendwie auch ein bisschen traurig, dass es jetzt tatsächlich zu Ende geht, denn ich kenne Ash seit der ersten Generation und bin allgemein mit Pokémon aufgewachsen. Also ja, es hat mich mein Leben lang begleitet und das wird jetzt wohl oder übel bald nicht länger der Fall sein. Andererseits, auch wenn jetzt keine neuen Abenteuer mit Ash mehr kommen, keiner kann mir die Erinnerungen nehmen und von daher denke ich, dass es okay ist, wenn nun neue Charaktere die Bühne betreten. Ehrlich gesagt habe ich den Anime auch immer hauptsächlich wegen Team Rocket gesehen, besonders James fand ich immer klasse. Also ja, ich denke Pokémon Reisen, wo er ja wirklich nochmal alle Regionen besucht hat und schließlich zum Champion wurde, bildet einen ganz guten Abschluss, zusammen mit den 11 Folgen, die ja demnächst noch anstehen. Ich muss aber dazu sagen, dass ich nicht wirklich Vorfreude für den neuen Pokémon-Anime verspüre. Zumindest jetzt noch nicht. Im Grunde ist ja auch noch so gut wie nichts darüber bekannt. Aber so rein vom Aussehen her sprechen mich die beiden Protagonisten Liko und Roy nicht wirklich an. Ich werde natürlich mal reinschnuppern, aber ja, man wird sehen, wie es ist. Persönlich habe ich den Anime einfach immer mit Ash verbunden, deswegen wäre es wohl eine ziemliche Umstellung.
Das jedenfalls sind derzeit so meine Gedanken zu dem Wandel, den Pokémon bald durchlaufen wird. Wie seht ihr das? Freut ihr euch auf die neuen Charaktere? Oder schließen manche vielleicht sogar mit dem Ende von Ash auch mit dem Anime ab? Schreibt mir eure Meinung gerne in die Kommentare und wie immer, bis zum nächsten Mal.